Hey Leute, heute stelle ich euch das Plugin Jump Pads Reloaded vor. Mit diesem Plugin verwandelt ihr eure Druckplatten auf dem Server in Jump Pads. Ich benutze in diesem Video die 1.8 Version des Plugins. In Game angekommen können wir mit JPR ein Einstellungsmenü öffnen. Hier können wir für alle Jump Pads Einstellungen treffen. Wir können den X-Wert verändern, der ist entscheidend für wie weit man nach vorne geschleudert wird. Der J-Wert, hiermit können wir entscheiden, wie weit man nach oben geschleudert wird. Ebenfalls können wir die Sounds und auch die Effekte, wenn man ein Jump Pad benutzt, an- oder ausgeschalten werden. In den Einstellungen können wir die einzelnen Jump Pads aktivieren oder deaktivieren. Zum Beispiel, dass man nur mit einer Golddruckplatte als Jump Pad benutzen kann. Bei den Bodenblöcken kann man einstellen, welcher Bodenblock unter der Druckplatte liegen muss, damit diese Druckplatte auch als Jump Pad funktioniert. Wenn wir jetzt mal zum Test eine Golddruckplatte auf einen Redstone-Block legen, dann sehen wir, dass es nicht funktioniert. Auf einem Steinblock funktioniert das aber einwandfrei. Wenn wir jetzt aber mal eine Holzdruckplatte auf einen Steinblock legen, sehen wir, dass es nicht geht. Die Holzdruckplatte haben wir vorhin deaktiviert. Wenn wir jetzt in Einstellungen sie aber wieder aktivieren und es dann erneut probieren, sehen wir, dass das funktioniert. Wer jetzt aber lieber über die config.html das Plugin einstellt, kann dies gern machen. In der config.html finden wir die gleichen Einstellungen einstellen, wie wir das auch schon ingame können. So, dann war es jetzt auch schon von meiner Plugin-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich auch immer über ein Like und Abo. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.